und herzlich willkommen zu einem neuen Part Life is Strange, Episode 2. Wir sind hier in dem Café von Chloes Mutter, beziehungsweise in dem Diner, es ist ja kein Café. So, reden. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Ja, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt antworten oder nicht antworten? Also ich würde sagen, weil wir Chloe so lange nicht gesehen haben, antworten wir mal nicht. Later, Mom! Bye, Joyce. Freedom! I feel bad about Kate. She'll survive you not taking that one call. Now follow me, young Squire Max, so we can seriously tap your power and rule the world. I hope Kate doesn't get upset that I didn't answer. But I could rewind and answer her. Stimmt ja. Wir könnten ja eigentlich... Aber das wird sie ja dann auch nicht wissen, oder? Aber vielleicht ist ja was Wichtiges. Ich meine, wir könnten jetzt im Grunde zurückspulen, gucken, was sie will. Aber ich will nicht jedes alles nochmal zweimal spulen. Aber mich interessiert das. Ich spule jetzt zurück. Ich will wissen, was Kate will. Vielleicht ist ja irgendwas Schlimmes vorgefallen. Ach, komm schon. Mein Handy? Oh, es war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Die sieht immer so schlimm danach aus, so... Achso, wir müssen erst Chloe anwählen. Okay, Supergirl. Let's go to my secret. Ja, und überspringen das Ganze. Und jetzt antworten wir der einfach mal. Hey, Kate. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Ob das so wichtig war, ich weiß Thanks, ja nicht. Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Okay, im Grunde gehen wir ja immer jetzt noch mit Chloe weg. Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. I could rewind and not answer Kate. It's not like I won't see her in class later. Kannst du dich mal entscheiden? Vorhin hast du gesagt, spul zurück mit dran. Jetzt sagst du, spul zurück und geh nicht dran. Nein, ich lasse das jetzt einfach so. Ich meine, Chloe ist ein bisschen sauer, aber mein Gott. Guck sie doch mal an. Sie sieht immer sauer aus. Das war doch der Typ von dem Wohnwagen, oder nicht? Der da uns so komisch hinterhergeguckt hat. Wo uns der Polizist noch voll gewarnt hat, wir sollen da lieber nicht so nah dran gehen. Ich meine, das war der. Wo sind wir hier? Das sieht aus wie ein Schrottplatz. Es ist definitiv ein Schrottplatz. Ist das ein Race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Naja, wenn sie uns schon so lieb bittet, dann sollten wir auch die Flaschen finden. Und hier sehe ich schon eine. Nee, es ist eine Dose. Es ist keine Flasche. Warum braucht sie denn Flaschen? Können wir uns denn hier ein bisschen umgucken?
eine Patronenhülse. Mal ansehen. Those shells look fresh. Ja, das wird bestimmt nicht das erste Mal sein, dass Chloe hier ist und ein bisschen rumballert. Was gibt da? Spritzen? Okay. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Okay, hier gibt es echt viel zu entdecken. Es wird wahrscheinlich so ein Ort sein für... Da ist eine Flasche übrigens. Für, ja, Junkies und Penner und sowas. Oder Jugendliche, die sich cool fühlen. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Okay, wir brauchen also eine Brücke. Sieht nicht so schwer aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir die Brücke hinbauen? Da ist eine Flasche. Kommen wir hier hoch? Und wofür genau brauchen wir die? Oh, poor thing. They left you here all alone. Ja, ich weiß auch nicht, wer mit der Puppe noch spielen will. So, was gibt's da? Ein Autowrack? Also wir werden das Brett auf jeden Fall noch gebrauchen. Denke ich mal, sonst wird da die liebe Max uns nicht so einen tollen Tipp gegeben haben. Every car has its own tale and history. So, die Patronenhülsen habe ich mir angeguckt. Jetzt gucke ich mal hier oben die Flasche. I bet I could get on the boat from a higher location. Von einer higher location. Dann gehen wir mal auf eine higher location. Für mich sieht das aus wie eine higher location. Gut, hier ist das Brett. Das können wir jetzt bewegen, ja? Perfekt. Way heavier than I thought. Ugh. Und ab geht's aufs Bötchen. So, wir nehmen erstmal die Flasche. Yay, ich habe eine Flasche. Bottle number one. Four more to go. Ich weiß nicht, wie man sich hier so wohlfühlen kann. Also mir wäre das alles ein bisschen... Na, ich weiß nicht. Mal bestimmt ganz cool, aber für immer? Also jeden Tag hierher kommen? Hm. Setzen. Wir setzen uns. Yay! Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Okay, okay, Leertaste zum Aufstehen. Jetzt würden wir uns nur umgucken, aber das machen wir ja eh schon. Okay, Max kann nicht übers Brett rennen. Was ist ein Football? Ich schaue mich natürlich hier ganz genau um. The Bigfoots were here. Um nichts zu verpassen, das Autowrack. Gibt's hier noch was? Eine Flasche, wo soll ich denn 5 Flaschen herkriegen? Ich mir das hier angucken, was steht da drauf? Nix, nur ein Warnsignal. Und ja. Flasche. Ach, vielleicht da drin. Ja, hier drin wird bestimmt eine Flasche sein. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. Gar nicht mal so schlecht mit so einem Teppich. Okay. Wir nehmen uns erst die Flasche und dann gucken wir uns näher um. So, Flasche Nummer 2. Only 3 bottles left. Fuck you, yes you. Ouch. Ich habe eine Nachricht von Warren, beziehungsweise... Ach, ich... Tut mir leid. Oh, mich... schreib doch nicht so schnell. Jetzt muss ich, weiß ich gar nicht, was ich hier... Was ich zuletzt gelesen habe. Verdammt nochmal, ja, das werden wir... In deiner neuen Kiste. Das, wir werden so was von affig. Newberg ist 95 Kilometer weg, also sollten wir um 5 los. Ach ja, stimmt ja, Max hat ja ein Date mit Warren. Oh, das habe ich komplett vergessen, dass die ein Date mit Warren hat.
Verdammt nochmal, ja, das werden wir in deiner neuen Kiste. Wir brauchen für den Drive-In noch Vorräte. Vielleicht gehen wir erst etwas Mittagessen. Oh, 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 es wird ja mal schöner. Ach egal, jedenfalls, auf geht's, Affe. Zu spät. Und ein Smiley. Okay. Gibt's eigentlich neue Personen? Tatsache, Joyce ist dazugekommen. Und ich wusste es. Ich wusste, dass die beiden erst in der Episode 2 kommen und nicht vergessen habe in Episode 1. Gut, natürlich schaue ich mich jetzt weiter um. I want to die. Jeez. Who wrote this? Bestimmt Chloe oder Rachel. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Das ist ja ein erster Hinweis. Also sie war auf einer Vortex-Party, einen Tag bevor sie verschwunden ist. Ob der Vortex-Club mit dem Verschwinden von Rachel zusammenhängt und gar nicht sie abgehauen ist. Also, dass sie nicht abgehauen ist, bin ich mir eigentlich jetzt zu 100% sicher, aber... They would have gone all the way to Los Angeles for a rave. Looks fun. Auch wenn das jetzt wieder dafür spricht, aber niemals. Also nicht ohne Chloe irgendwie Bescheid zu sagen. Also ich glaube nicht, dass die durchgebrannt ist oder so mit irgendwem. I don't want to intrude, but I was here. Chloe was here, Rachel was here. Max Now was we're here. We're officially a trio. We just have to find Rachel. Ja, ja, das wird Konsequenzen. Ich weiß. Aber Max muss ja ein bisschen intrigiert werden. Was haben wir denn hier noch? Rachel, Chloe? Was bedeutet das denn, die Striche? Ach so, das ist Gewinnerliste für Dart. Ich dachte, was heißt das? L.A. Bitch. Wer ist denn was? Also das rechts ist Chloe und das links ist, glaube ich, Rachel. So, was haben wir hier? Dicke Titten, Arsch. Also dicke Titten, dicken Arsch und kleinen Hund. Okay. Überall Fischzeichen. Die waren in meiner Jugend auch sehr beliebt. Was haben wir hier noch? I can't see Chloe playing with makeup. Hey, Chloe nicht, aber Rachel. That kind of hurts. Oh. Max hat nicht so ein Armband. Aber immerhin steht sie jetzt an der Wand. Und ich meine, irgendwo hat sie es ja auch verdient, wenn sie sich nicht gemeldet hat. 5 Jahre lang nicht. They really were besties. I could have been me instead of Rachel. Ja, ja, liebe Max, da bist du selbst schuld, dass du es nicht bist. Schminkkoffer und ein Mixtape. Rachel Songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Bestimmt. Gut, aber jetzt so viel rausgefunden über Rachel haben wir hier nicht, oder? Und zwar eine Flasche, aber gut, dass die beste Freunde waren, das wussten wir ja schon vorher. Was ist jetzt nicht irgendwo, wo ich gesagt habe, wow! Okay, das mit dem Vortex Club, aber im Grunde wussten wir das auch schon, dass sie einiges mit dem Vortex Club zu tun hatte. This is the scariest thing here. T-Shirt ist ein gruseliges Ding, okay. Wenn du das meinst, Max. Eine Waschmaschine, yay! I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Die steht wahrscheinlich einfach nur sehr, sehr lange hier. Gut, aber hier gibt es gerade nicht so wirklich Interessantes. Oh, eine Flasche. Eine Flasche. Three down, two more to go. Talk about finding a bottle in a haystack. Warum müssen wir eigentlich die Flaschen suchen? Komme ich hier schon drüber oder noch nicht? I don't want to go that way. Okay. Wenn du das nicht willst, Max, dann gehen wir da auch nicht drüber. Nope, I don't want to go there. Also so langsam wirst du aber hier eigen. Nie willst du irgendwo lang, wo ich lang will. Kannst mir auch mal meinen Spaß lassen. So, was haben wir denn gesehen? Alte Puppe, die hatten wir schon. Da ist eine Flasche.
Da oben. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hochklettern. Nehmen. Stupid bottle. Ist war klar. Also, Zeit zurückspulen. Gut. Ist die Frage, wie kommt man da an die Flasche am besten dran? Hier kommen wir nirgendwo hoch. Kiste. Ah, wir können die Kiste bewegen. Maybe I can use this to reach the bottle. Dann mach's das doch mal. Und top. Also sollst du da schon drauf klettern? Kann ich nicht. So simpel und doch so schwer. One more bottle to go. Hier hinten war ich noch nicht. Ich wollte mich hier noch. Oh, ich habe wieder eine Nachricht von Kate. Wir haben doch gerade erst mit der telefoniert. Was will die denn? Jetzt gehe ich schon dran. Und jetzt belästigt sie mich immer noch. Boot. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Ja, dass auf dem Schrottplatz einige Sachen, einige Schrottsachen stehen, ist ja verständlich, oder? Kamera, das wird Max bestimmt interessieren. Beyond repair. Rest in peace. Oder auch nicht. Bei einem Boot fragt sie sich noch, was gehört, wem hat das gehört und tut mir leid, armes Boot, aber bei einer Kamera, ne. Autowrack habe ich mir noch nicht angeschaut, oder? Ich glaube noch nicht. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Gut, was gibt's denn hier hinten noch zu sehen? Wow, sir. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Ist auch sehr verpixelt. So sieht aus. Wie so ein. That dough is the perfect photo op. Sieht eher aus wie so ein Hologramm. Fotografieren wir das Reh mal. Ich hätte gern das Foto gesehen. Ja, jetzt ist weg. I know there's a bonfire spot where people party around here. Okay. Scheiße, ich hätte das Reh erst angucken sollen und dann ein Foto machen. Weil ich fand, das sah nicht real aus. Also es war ja nicht wie ein reales Reh, sondern das war ja wie ein Hologramm, was so ein bisschen verwackelt ist und. Ich glaube schon, dass das irgendwo bewusst gemacht worden ist. Ob wir das Reh sind? Ich weiß es nicht. Okay. So, ich würde sagen, bevor wir die letzte Flasche finden, wo ich ziemlich stark davon ausgehe, dass sie da im Bus ist, würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!